Was geht? Mal wieder ein neues YouTube-Video am Start. Heute mal wieder mit den Besten. Heute die Top Sommerhosen. Auch Sommerhosen sind auch lange dabei. Genau, Hosen einfach für den Sommer, Sommer 2020. Was man da so anziehen kann, wir haben einfach mal, ich glaube, jeder 2 bis 3 Hosen vorgestellt. Rausgesucht. Und stellen die euch jetzt mal vor. Achtung, Frage des Videos. Ab welcher Temperatur, also wenn ihr morgens auf eure Wetter-App schaut, ab welcher Temperatur zieht ihr eine kurze Hose an? Die erste Hose, die ich euch vorstelle, ist von minimal.la. Kennt ihr wahrscheinlich alle die Seite. Oder habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich habe da noch nie was bestellt, aber es soll relativ krass sein. So. Aber ich habe es nicht gemacht wegen Zoll und so. Es geht aber um diese washed Shorts. So. Das ist so ein dunkles Grau. Extrem verwaschen mit so langen Drawstrings. Finde ich extrem nice bei so Hosen. Vor allem bei kurzen Hosen, weil das irgendwie nochmal so einen Vibe, so einen chilligeren Vibe hat. So Jogginghosen-Style. Ich hatte sogar mal was bestellt. Bei Minimal? Ja, so in der 8. Klasse. Erstmal. Also die kostet 34 US-Dollar, was irgendwie 32 Euro sind. Theoretisch, wenn man jetzt noch Zoll drauf zahlt, zahlt man 40, 50 Euro für so eine Shorts, finde ich. Ist noch in Ordnung so, aber auf jeden Fall ein krankes Piece. Und wenn man da mehr bestellen würde, vielleicht noch für Freunde oder so, dann geht es auf jeden Fall fit. Ich muss sogar sagen, direkt wirklich bei der ersten Hose sieht man einen kranken Unterschied. So, man weiß direkt, dass Leon die rausgesucht hat, weil es so der typische Leon-Fit ist. So ein bisschen Fear of God angehaucht, lange Bändel. Angemäßigt. Okay, ich fange an mit wahrscheinlich so einem kleinen Geheimtipp oder was auch immer, wie man es nennen will. Und zwar generell sage ich einfach mal NBA Shorts. Hier habe ich jetzt die 76ers Shorts, so eine Vintage Shorts aus dem Jahr. Was habe ich hier? 2001. Wieso 76ers? Ist einfach meine Lieblingsmannschaft und generell NBA Shorts, finde ich, kann man nie was falsch machen. Ich blende euch hier einfach mal einen Screenshot ein, wie das aussehen kann, wenn ihr NBA Shorts oder noch Vintage mit dazu eingebt. Ihr seht da wirklich von allen Farben, alle Teams. Die Preise sind zum Teil relativ teuer, ich sag mal so ab 40 Euro geht's da los bis Open End, aber wenn ihr die auch gebraucht kauft, könnt ihr da sau viel sparen. Und für alle, die Vintage Shorts auch feiern, haben wir ja schon im vorherigen Video gesagt, nämlich morgen ist der Champion Drop und da werden auch auf jeden Fall auch noch ein paar Shorts kommen und in Zukunft haben wir auch noch so ein paar Basketball Shorts, glaube ich, sogar vielleicht dabei. Jetzt nicht unbedingt mit dem NBA sein oder so, aber ist auf jeden Fall was dabei, was wir in Zukunft rausbringen werden. Das heißt, Lost. Also checkt es auf jeden Fall morgen aus, 18 Uhr, seid am Start. Dann meine zweite Hose, also Shorts bzw. Pants, ist so eine Sidestrap Pants. Ich habe jetzt hier beispielhaft eine von Kappa genommen. Könnt ihr aber gefühlt jede Vintage oder auch jede neue Sidestrap Pants nehmen. Die gibt es meistens als Shorts und als Track Pants so. Ich würde sie wahrscheinlich im Sommer wahrscheinlich mehr als Shorts rocken. Keine Ahnung, wenn ihr sagt, ihr habt Bock auf eine dünne Trackpants zum Beispiel, gibt es da bestimmt auch gute Alternativen zu. Generell kann man da sagen, die gibt es von jeder Marke, so egal ob Adidas, Nike, Champion, Kappa, ist scheißegal. Ich glaube, ich habe eine Shorts von Kappa und auch eine Trackpants von Champion jetzt. Sehen immer geil aus, so, die haben einen nice Vintage-Look und gibt es auch zu genügend im Online-Portal. Als nächstes habe ich eine richtig, richtig kranke Trackpants, finde ich, am Start, nämlich die Nike Sportswear Windrunner Trackpants. Ich finde die geisteskrank. Also ich habe die erst in diesem Weiß gesehen, aber ich muss sagen, das Blau gefällt mir noch ein bisschen besser. Generell die Farben haben auch so einen leichten Vintage-Look, aber immer noch eher den neuen Nike Sportswear Look. Die sieht auch sehr dünn aus, ich habe sie jetzt noch nicht in der Hand gehabt, aber ich finde, die sieht geisteskrank aus. Egal in welcher Farbe kann man die, glaube ich, nehmen. Mit 45 Euro ist es auch in Ordnung für eine Trackpants. Eine lange Hose auf jeden, Alter. Auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt im Angebot. Nutzt es noch aus, schlag zu, holt euch die Hose. Als meine letzte Hose wieder Shoutouts an Ruff. Das Pendant zur langen Hose, nämlich die Ruff Snug Shorts. Ist wieder aus so einem Kordstoff und dieses Mal aber als Shorts, auch wieder mit so langen Bändeln, finde ich aber extrem geil. Ich feiere eh diesen Kordfilm extrem. Hab da zwar nur ein Hemd von, glaube ich, aber insgesamt so Kordhosen oder so sind ja jetzt eben mega im Trend und keine Ahnung, da finde ich, kann man so eine Hose auf jeden Fall mal machen im Sommer. Sieht dann auch nicht ganz so sommermäßig aus, obwohl sie wahrscheinlich nicht so warm ist, aber finde ich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Einfach nur How to Leon kurze Hosen. Bändel, lange Bändel und das war's. Und als letzte Hose habe ich nochmal diese Cargo-Shirts
von Reserve, die habe ich schon mal im Outfit-Video, das verlinke ich euch vielleicht auch nochmal schnell, vorgestellt. Ich finde einfach, ja, seht es jetzt vielleicht auch, ich habe auch so eine Nike Cargo Pants jetzt gerade an, in genau derselben Farbe im Prinzip. Und ich fühle es einfach böse, im Beige so eine Cargo Shorts zu haben. Jetzt sehe ich es von Reserve für 25 Euro, ist halt ein Schnapper und hat einen sehr geilen, wie nennt man das, Industrial Look, so. Workwear. Genau, Workwear-mäßig. Fühle ich sehr. Die schwarze Farbe sieht auch ganz geil aus. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwie da auch eine nice Brand oder sowas haben wollt, wir haben es ja jetzt schon gesagt, ich habe so eine, Mo hat so eine, Paul hat so eine. Gibt es auch von Nike oder von verschiedenen anderen Brands. So, da müsst ihr halt dann wahrscheinlich auch eher schauen, ob ihr eine gebraucht findet, weil neu gibt es die auch nicht mehr so richtig. Ja, auf jeden Fall, das waren jetzt die Shorts bzw. Hosen. Wir hoffen, da war was dabei für euch für den Sommer. Also ich denke, für jeden war auf jeden Fall irgendwas dabei. Wir haben ja generell ein bisschen unterschiedlichen Geschmack, deswegen hoffen wir immer, dass wir so jeden Menschen ein bisschen ansprechen können und für irgendjemanden oder für jeden irgendwas dabei ist, besser gesagt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt und wir sehen uns morgen beim Champion Drop. Genau. Erstmal? Erstmal da und dann nächste Woche bringen wir sehr wahrscheinlich wieder zwei Videos. Sehr geile Videos auch wieder, seid da Hype drauf. Allein dafür lohnt sich eigentlich ein Abo schon. Ja gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Freunde. Ciao, ciao.